Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Beim letzten Mal haben wir das Dorf Niakera endlich erreicht, die Heimat unserer guten Nida. Und sie hat jetzt vor, eine Beschwörung, ein Ritual durchzuführen, um die vier großen Geister wieder heraufzubeschwören. Dazu brauchen wir die vier Weltensteine, die hier im Dorf verteilt sind, und die sollen wir jetzt einsammeln, und das werden wir jetzt natürlich auch tun. Aber vorher reden wir erstmal mit den Dorfbewohnern, die Nida bzw. natürlich Maxwell vergöttern und anbeten. Alle reden immer nur davon, wie toll Maxwell doch ist, aber ich finde sie einfach wunderschön. Ja, dem würde ich nicht widersprechen. Oh, und der alte Herr hat auch eine Nebenquest für uns, aber die hören wir uns erst später an. Wenn ihr den Schrein sucht, so findet ihr ihn am Ende des Geisterpfads. Er ist ein heiliger Ort, an dem Fürst Maxwell 20 Jahre lang in sterblicher menschlicher Form weilte. Sie ist immer noch in menschlicher Form, aber ob sie jetzt wirklich sterblich ist? Ich denke, jetzt wo die vier großen Geister in Fort sind, ist sie erst recht sterblich geworden. Ach, und hier ist Ivers Haus. Der Diener von Mila, der allerdings nicht zu Hause ist. Stattdessen ist er auf der Suche nach Maxwell gegangen. Und wusste ich es doch, da hat was geglitzert. 500 Gold, wenn ich es nur richtig gesehen habe. Haben wir die auch abgestaubt. Und wir gucken uns alle Häuser an. Zumindest die, die wir betreten können. That mountain beyond the village sure is something. That's the Niakera Hollowmount. It's a special land where four spirit climbs meet. Was für ein Berg. Ach, ich glaube, er meint... sieht man von hier doch gar nicht. Ich weiß, welchen Berg er meint, aber den Tür... Sammeln die vier Steine, und ich glaube, das ist schon einer davon. Was hast du denn da? Die Weltensteine in den Altären... Altären? Ist die Mehrzahl von Altar Altären? Mhm. Die Maxwell geweiht sind, stammt von der Niakera Heiliggruppe, wo sich auch Maxwells Schrein befindet. Die Heiligkuppel selbst ist ein Symbol für Fürst Maxwells Herrschaft über die vier großen Geister. Prüfen! Und da haben wir den ersten, den Welten Feuerstein. Ein Feuerelement Medium, das Menschen und Geisterreich verbindet. This must be one of the temporal stones. Correct. We need three more, just like that. Ja, so weit hätte ich auch noch zählen können. Aber irgendwo ist hier, glaube ich, auch ein Hotel, wo wir uns mal ausruhen können, denn wir sind relativ angeschlagen, vor allem was die TP angeht. Am Ende des letzten Partes habe ich noch die ganzen WP in der Lidiumkugel verteilt. Da hat Mila eine neue Arte gelernt, und zwar den Flammenring, und den möchte ich ihr auch gerne ausrüsten. Ist nur die Frage, für was. Schwall möchte ich gerne drin behalten, Windlanze auch. Ich denke, wir nehmen erstmal drei Steine raus. Damit war jetzt zwei Feuerzauber, zwei Feuerarte mit drin, aber ich denke, am Anfang ist das noch in Ordnung. Auch die anderen beiden haben neue Arte gelernt. Der gute Jude hat Stahl gelernt. Ein plötzlicher Kampflustschub, der einen vorübergehenden Anstieg von physischen Angriff bewirkt. Also ein kleiner Boost. Und Elvin hat, was hast du denn gelernt? Ich glaube, den Schallstoß. Ein erschreckend schneller Vorwärtsstoß verwandelt sich aufgeladen in das Arte Schallbombardament, das auch Projektile abfeuert. Achso, da ging es mit Viereck auf die zweite Seite. Ein bisschen verwirrend. Ah, das werden wir noch sehen, ob die wirklich enttäuschend ist. Fürst Maxwell ist einfach unglaublich. Sie nimmt nie etwas zu essen zu sich und hat trotzdem nie Magenknurren. Wie ist das nur möglich? Tja, das mit den Magenknurren hat sich ein bisschen verändert, würde ich sagen. Unsere Vorfahren haben über Generationen zu den Weltenstein gebetet. Und ich bin der Überzeugung, dass die Ankunft von Fürst Maxwell eine Belohnung für ihre Frömmigkeit war. Ah, naja, kann man so sehen. Lassen wir sie mal in dem Glauben. Und ich konnte hier doch gerade wieder etwas nicht überprüfen, das war Sprechen, okay? Was? Nachtquartier der Versammlungshalle? Können wir hier schlafen? Ihr müsst müde sein. Bitte ruht euch aus und bleibt heute Nacht hier. Übernachtung geht selbstverständlich aufs Haus.
Na wunderbar, genau das habe ich doch gesucht. Dann können wir erstmal uns ein bisschen auffrischen lassen. So, aber jetzt wieder frisch ans Werk. Wir haben 4 Weltensteine zu suchen. Beziehungsweise jetzt noch 3, aber das sollten wir doch relativ schnell hinbekommen. Ah, guckt euch das Schwein an. Ist es nicht süß? Oh, und eine Kuh und ganz viele Hühner. Titten, Maxwell, was hast du zu sagen? Zeigen ist eine der älteren und grundlegendsten Lehren der Geisterverehrung und tief in der Schöpfung von Rietze Maxwell verwurzelt. Dennoch gerät diese Tradition immer mehr in Vergessenheit. Ein wahrhaft beklagenswerter Umstand. Ja, das gefällt Fürstin Maxwell auch nicht. Wobei, ich glaube, sie ist eine ganz bescheidene. Ihr ist das sogar, glaube ich, ein bisschen peinlich, dass hier die ganzen Leute sie anbeten und auf die Knie gehen. Außer der Hausierer, der sitzt einfach ganz gemütlich da und will uns Sachen verkaufen. Und vielleicht kauft er uns auch welche ab. Wir können erstmal wieder die Läden erweitern. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen dreifachen Bonus auf Metallgegenstände. Davon haben wir allerdings nicht so viel. Nur Kupfererz, aber da verkaufen wir mal gleich alles. Ach, wir haben nur 9 Stück. Bringt 20 Punkte, habe ich mich jetzt versehen. Aber bringt immerhin ein Level ab. Und dadurch bekommen wir für ein paar Gegenstände Rabatte. Das ist doch schon mal was. Außerdem hat der Zubehörladen ebenfalls Bonus auf Metallgegenstände. Das ist natürlich doof. Hm, was haben wir denn an Vogelgegenständen? Wildvogelei. Oh, das bringt sogar ein bisschen was, wenn wir hier alles verkaufen. Schenkt mir einfach mal alles. Und zack, haben wir 2 neue Objekte. Den Kukuri und das faule Eisen. Und gleich auch noch ein paar Rabatte dazu. Rüstungsladen auf Level 3. Ja, können wir vielleicht, wenn wir von den Bestien... Ach, haben wir sowieso keine Materialien. Von daher lassen wir das erstmal. Lebensmittelhändler und Zubehörladen. Habe ich ohnehin vor, nicht unbedingt zu leveln. Da sind die ersten 3 doch ein bisschen wichtiger. Was haben wir eigentlich sonst noch an Objekten? Ach, wir haben noch Jasmin gefunden. Erhöht die Geschicklichkeit dauerhaft. Und diese dauerhaften Gegenstände werden wir natürlich immer wiedergeben. Eine Strickmütze haben wir noch. Ausrüstung. Haben wir mittlerweile was Besseres gefunden? Stimmt, wir haben die Giftwehr beim letzten Mal vom letzten Endgegner bekommen. Aber da finde ich den Betäubungsarmreifen noch ein bisschen hilfreicher. Von daher könnten wir die Sachen sogar eigentlich verkaufen. Die Strickmütze ebenfalls. Wie viel Geld haben wir denn? 18.000. Das ist mal gar nicht so wenig. Und auch die beiden Zubehörobjekte brauchen wir nicht mehr. Die Materialien hingegen werden wir natürlich behalten. Aber ich kann nochmal die Objekte vielleicht ein bisschen auffrischen. Vor allem Orangengummis. Kaufen wir mal 6 Stück. Und dadurch hat sich der Objektladen auf Level 8 verbessert. Auch nicht schlecht. Noch mehr Rabatte. Wunderschön. Und wir können vielleicht auch gleich mal 5 Tränke des Lebens dazu kaufen. Wunderbar, dann sind wir erstmal wieder einigermaßen gut eingedeckt. In... wie heißt das Haus denn? Egal. Ist, glaube ich, ohnehin kein besonderes Haus. Fürst Maxwell hier im Dorf zu haben, ist eine große Ehre, aber wir müssen dafür nichts Besonderes tun. Maxwells Gegenwart besänftigt unsere Seelen und wir sprechen Gebete für Frieden in der Welt. Das ist alles. Ach, wie sie alle niederknien. Ich werde es euch ganz offen sagen, vor 20 Jahren war unser Glaube ins Wanken geraten und unser Dorf befand sich auf dem besten Weg ins Verderben. Doch dann erschien Fürst Maxwell und stellte unsere Hoffnung und Lebenskraft wieder her. Unsere Verehrung für Fürst Maxwell hat also nicht nur einen religiösen Hintergrund, wir stehen auch persönlich tief in ihrer Schuld. Ach, jetzt hat dieser alte Mann Maxwell doch als sie bezeichnet, in ihrer Schuld. Interessant, interessant. Und auch ein Questes. Weltensteine. Der Welterdenstein ist jetzt auch unser. Ach, ein Pferd haben wir hier auch.
In dieses Dorf verirren sich nur selten Besucher, und das, obwohl es einen einmaligen Schatz beherbergt. Fürst Maxwell persönlich, ihr Schutz überliegt unserer Wachsamkeit. Tja, tja, tja. Aber Fürst Maxwell hat das Dorf ja vor einiger Zeit schon wieder verlassen gehabt. Und so gesehen seid ihr momentan komplett ohne Schutz gewesen. Und hier finden wir ein mysteriöses Juwel. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, unser zweites. Für eine Nebenquest viel, viel später. Sehr wichtig. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Warum muss ich immer Eva sein? Ich darf bloß putzen und Erledigung machen und so ein Zeug. Das ist langweilig. Wir spielen Maxwell und Eva. Oder Eva. Also, stört mich nicht. Ich bin Fürst Maxwell. Kann mich nicht dran entsinnen, dass Fürst Maxwell so niederkniet und auf den Boden starrt. Aber okay. Zwei Steine brüchen wir noch. Und ich glaube, da ist einer davon. Der Weltenwindstein. Sehr schön. Noch eine Nebenquest. Oh nein, ich kann es nicht glauben, dass ich keine Opfergaben mehr habe, die ich an diesen Schrein legen kann. Die Opfergabe, die ich gerne hinlegen würde, ist besonders schwer zu finden. Würde ich mir dabei helfen, sie zu suchen? Ja, klar. Was brauchst du denn? Hier, Fist, brauche ich eine Insektenhülse, um sie als Opfergabe an den Schrein zu legen. Sie symbolisiert den Übergang von Leben in den Tod. Bitte bringt mir die seltensten und schönsten Hülsen, die ihr findet. Und diese Insektenhülsen bekommen wir zufällig von Gegnern. Also sobald wir eine gefunden haben, können wir hierher zurück und ihr diese geben. Sind durch die ungewöhnlichen Muster in den Faden, die durchs Dorf führen, aufgefallen? Das ist eine Art von Zauber, der dafür sorgt, dass die vier Elemente im Einklang sind. Wir Dorfbewohner zeichnen sie jeden Tag mit unserem Besen. Erkehren sie mit unserem Besen. Oh ja, vorher noch gar nicht so aufgefallen. Aber sieht sehr schön aus. Wo geht's denn dahin? In die Sargut Stromtalwiese. Aber Leute, da könnten wir theoretisch zwar schon hin, aber dort werden die Gegner noch ein bisschen zu stark sein. So, wir brauchen immer noch ein Weltenstein und wir haben das Dorf jetzt eigentlich einmal umrundet. Welcher fehlt uns denn noch? Ach da, etwas versteckt. Der Weltenwasserstein natürlich. So, und jetzt haben wir alle vier. There we go. All four temporal stones. I appreciate your efforts. Let's bring them to the shrine beyond the village. To the shrine. Ach, ich liebe es einfach, wie Mila dieses Wort ausspricht. Das Schweigen. So, all the arts that channel the four great spirits don't work anymore? Yeah, not since the silencing 20 years ago. The power of the four disappeared overnight, causing a worldwide panic. And when did Mila take human form again? 20 years ago. Wait, are the two related? Yes, that was me. I reserved the four for my personal use. Seriously? I have no reason to deceive you. Of course, even I can't summon them now. So you'll have to take my word for it. Oh, interessant. Ach, wir haben vorher noch die Neben... Ach, machen wir beim nächsten Mal. Aber die hier, diese Nebenquest, die nehmen wir nochmal eben mit. Seitdem Fürst Maxwell auf ihrer Reise aufgebrochen ist, wurde der Weg zu ihrem Schrein vom Monster heimgesucht. Wir Dorfbewohner können sie nicht länger ohne Hilfe im Schach halten. Werdet ihr uns helfen? Natürlich. Wir sind ja sowieso gerade auf dem Weg zum Schrein. Die Monster tauchen als Herde in der nordöstlichen Region des Nyakira Geisterpfads auf. Vielen Dank für eure Hilfe. Darum kümmern wir uns doch glatt. Sprich, bevor wir zum Schrein kommen, müssen wir noch einen Geisterpfad, nämlich den Nyakira Geisterpfad, durchqueren. Ein weiteres Monstergebiet. Nordöstlicher Bereich, ach, in dem befinden wir auf einer Suche, auf die Suche nach einer Horde machen. Aber erstmal neue Gegner, die wir noch nicht gesehen haben, zum Beispiel diese Schmetterlinge. Und die habe ich als relativ nervig in Erinnerung. Nennen sich... Oh, das passt ja irgendwie. Schmetterling. Haben jetzt keine... Ach, und guck mal, Diebesbeute Insektenhülse und hinterlassen als Beute ebenfalls Insektenhülsen. Vielleicht können wir gleich sogar zwei Quests auf einmal in diesem Gebiet damit abschließen. Kampfstil magisch. Ich glaube, das waren Gegner, die sehr gerne Zustandsveränderung zaubern konnten.
Und dann haben wir noch einen Giftpilz-Goblin. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal gesehen haben. Das sind technische Gegner vom Kampfstil her. Hinterlassen Wildgras an. Okay, gehen wir mal in den Kampf. Ich würde sagen, erstmal den Schmetterling erledigen. Wie viel Klasse habt ihr denn? Ach, 2000, knapp 3000, das ist ja in Ordnung. Und wir haben ja einen neuen Skill. Den Flammenring. Und den zeige ich jetzt. Denn alles wird verbrannt, das in diesem Umkreis des Flammenrings steht. Und damit ist der Schmetterling, der gefährlichste Gegner, schon mal down. Und jetzt nehmen wir uns auch die Goblins vor. Ach, und die Gegner sind doch schon relativ angenehm. Auf jeden Fall angenehmer als der letzte Endboss, wo wir dann doch ein bisschen zu knappern hatten. Ach, und jetzt hat auch Jude gerade seine neue Arte gerade eingesetzt. Nehmt den Stahl, der den Angriff erhöht. Und wenn Jude mit jemandem verbunden ist, dann wird auch derjenige, der mit ihm verbunden ist, ebenfalls diesen Boost ausgesetzt. In dem Fall hat auch Mila dadurch ein bisschen mehr Angriff bekommen. Sehr schön. Also man sollte wirklich in den Kämpfen stets mit jemandem verbunden sein. Weil viele Fähigkeiten, viele Verbesserungen auch automatisch auf den verbundenen Gegner, auf den verbundenen Partner übertragen werden. Verrotteter Knochen. Ein verrotteter und abgenutzter Knochen. Materialien. Ich glaube, da muss ich auch bald mal wieder nach diesem Part eine kleine Leveling-Session einlegen. Und vor allem auch ein bisschen Materialien hier zu sammeln. Aber viele Gegnerarten scheint es hier nicht zu geben. Haha. Der Schmetterling kommt hier nicht hoch, obwohl er fliegen kann. Ist der doof. Aha. Okay, hier schleichen wir uns mal an. Oder versuchen es. Der Goblin ahnt nichts. Aber jetzt haben wir ihn von hinten. Oh, was waren das denn für Geräusche? Das hat mich ja richtig schon fast erschreckt, was die für Geräusche von sich geben, die Goblins. Dadurch, dass sie von hinten attackiert wurden, verlieren sie gleich zum Anfang des Kampfes die Hälfte ihrer Lebensenergie. Und auch die können zaubern, wie wir gerade gesehen haben. Der hat zumindest versucht zu zaubern. Ja, ja, der gute Jude kann mit seinen Fäusten ganz schön zuhauen. Das haben wir mittlerweile auch mitbekommen. Und da haben wir Insektenhülsen, die wir zu der einen Dame nach Niakera bringen können. Das natürlich auch tun werden. So, ach, da geht es sogar weiter. Wir müssen erstmal nach unten. Da bin ich aus Versehen schon mal den richtigen Weg gegangen. Da konnte ich noch etwas überprüfen, noch mehr Muscheln. Ach doch, da ist noch ein neuer Gegner. Den nehmen wir uns natürlich auch gleich vor. Vorher noch ein bisschen Galt. Und da hinten glitzert es. Und wo es glitzert, das muss ich einsammeln. Kupfererz, naja. Oh, und da ist uns ein Gegner zugesprungen. Aber kein Problem, denn es ist auch ein neuer Gegner. Ein Chirpy, den man wirklich ganz leicht übersehen kann. Ein kleines Küken. Kampfstil technisch. Keine Schwächen oder irgendetwas ähnliches. Schlecht zu treffen. Damit er relativ groß ist und mit einem normalen Angriff voll daneben haut, müssen wir die erstmal nach oben schleudern. Dadurch bekommen die auch ganz gut Schaden. Noch eine Feuerbombe hinterher. Und vielleicht mal ein Flammenring. Der Flammenring hat den Nachteil, dass er relativ, wow, relativ lange zum Aufladen braucht. Aber wenn er jetzt mal rausgezaubert wurde, dann macht es Schaden. Und wir haben gesehen, mit dem Feuerring haben wir auch mit gut eine verbundene Arte. Können wir eigentlich mal testen, was dann passiert. So, mal schauen. Wow. Viel zu sehen war nicht, aber sah im Endeffekt dann doch gut aus. Hat auf jeden Fall gut Schaden ausgeteilt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir uns noch den Baum davor nehmen. Sieht auch irgendwie witzig aus. Erinnert mich irgendwie so an ein bisschen an ein Mokri. Wer die Final Fantasy Serie kennt, weiß, was ich meine. Sieht aus, ob da ein Mokri irgendwie in diesem Baum sitzen würde. So, Feuerbomben, vielleicht mal einen Feuerring hinterher. Oh, fuck you, du blöder Baum. Ey, da dreht er sich einfach oder lässt uns einfach mal drehen. Das doofe Ding. Okay, die haben auch eine sehr große Reichweite natürlich dank ihrer Arme. Oh, und der kann sie sogar hochschleudern. Schnell. Oh, das war knapp. Schnell weg.
Ich bin gleich tot. Danke, tut. Und weg hier. Oh, die haben schon ganz gut was drauf. So, dann ist der auf jeden Fall schon mal weg. So, muss erstmal gucken, wie ich die Gegner wieder wechseln konnte. Dip, 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 dip. Und mit Feuerbomb hinterher und verbundene Arte. Bam. Ach, da ist ja noch einer. Aber der hat auch nicht mehr so viel KP. Und reicht sogar für ein Level Up für die gute Mila. Wunderbar. Und zwei Wildklasse haben bekommen wir auch noch. So, ich denke mal, da hinten ist eine Sackgasse. Da wird sich wahrscheinlich auch die Monsterhorde verstecken. Nehme ich doch einfach mal ganz stark an, oder? Ja, das sieht ganz stark danach aus. Ich werde mich vorher nochmal eben voll heilen mit Jutes Heiler. Sicherheitshalber, man weiß ja nie, was kommt und wie stark diese Viecher sind. Ich würde sagen, auf in den Kampf! Drei Wölfe und so eine komische Echse. Waldwolf hat eine Schwäche Erde. Hab jetzt gerade keinen Erdzauber drauf, aber egal, kriegen wir auch so hin. Firebomb, machen wir erstmal den Wolfi hier platt. Stonewake und doof. Oh, was war das denn? Wie hat das denn gemacht? Das war ein normaler Nahkampfangriff. So, vielleicht sollte ich mal hier den Schwallzauber mal wieder nutzen. Sieht auch ganz nett aus. Und Druff! Jump-Attacke und immer feste Druff. Und mal wieder eine verbundene Arte zur Abwechslung. Aber die Gegner sind jetzt auch nicht so viel stärker als die normalen, die hier in diesem Gebiet ihr Unwesen treiben. Ey, böses Vieh. Und jetzt den Flammenring vielleicht, weil nee, den kriege ich nicht durch, wenn ein Gegner natürlich direkt vor mir steht. So, und jetzt nur noch die Echse. Aber die kriegen auch noch down. Na komm, ey, guten Schlag, das war ja brandgefährlich. Das war die Power von Max. Zum Dank kriegt auch Jude ein Level up. Ich habe hier fast übersehen, aber auch nur fast. So, und da finden wir nochmal rabenschwarze Federn. Sehr schön. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, in diesen Gebieten nicht mehr so viel zu schauen. Deswegen gehen wir mal direkt in den nächsten Bereich. Denn ich glaube, einen kleinen Monsterpfad haben wir noch, den südwestlichen Bereich. Aber ich glaube, der ist auch nicht so groß. Hat auch nicht so viele Abzweigungen. Das schauen wir uns nochmal eben schnell an. Weichen den Gegnern aus. Denn jetzt haben wir auch alle Gegner dieses Gebietes gesehen. Gehen erstmal hier den linken Pfad hoch, würde ich sagen. Sammeln natürlich alle Materialien ein. Und hoch mit uns. Und da glitzert es am Baum. Von den Muscheln haben wir schon ganz schön viele gefunden. Leider wollte in den Läden diese Sorte von Materialien, glaube ich, auch noch überhaupt keiner haben. Was machst du hier so einsam in der Ecke? Hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Man muss auch ein bisschen nach diesen grünen, nach diesen lila Schätzen schauen, nach Elfried Schätzen. Die hängen auch manchmal ganz gut versteckt in den Bäumen. Das kann man mal ganz, ganz leicht übersehen. Da, siehst du ja, da ist einer. Ein mysteriöses Juwel. Bereits unser drittes. Aber die sind zum Teil echt gut versteckt. Muss man beide Augen auf jeden Fall aufmachen. So, was haben wir hier? Noch mysteriöse Flüssigkeit. Da glitzert noch was am Baum. Rahmschwarze Feder, wunderbar. Brauchen wir später auch für eine besondere Quest. Mann, das Ding verfolgt uns ganz schön lange. Was haben wir hier oben noch? Hier ist bestimmt auch irgendwas. Eine Truhe. Na, immerhin. Na komm. Mach auf. Ein Lederumhang. Ich glaube, Elvin trägt schon einen, oder? Können wir eben gucken. Oder auch nicht. Ist, glaube ich, ein Zubehör. Genau, Lederumhang. Erhöht die beiden Verteidigungswerte. Und das würde ich gerne... Ach ne, bei ihr erhöht sich die physische Verteidigung nur minimal. Da sind die Stiefel, die sie trägt, dann doch um einiges besser. Dann bekommt der gute Jude den Lederumhang.
und tausche ihn gegen den stinknormalen Stoffumhang aus. Finde ich ein bisschen schade, dass die Zubehörgegenstände, die Accessoires im Allgemeinen, leider nicht sehbar sind an den Charakteren. Na, wäre vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, wenn man jetzt sehen könnte, dass Mida hier mit einem Trenchcoat oder mit einem Lederumhang rumlaufen würde. Wäre zwar übelst geil, aber ich glaube, das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Haben wir hier noch irgendwo etwas? Außer so ein kleines Küken. Ich denke, haben wir das Gebiet ganz gut geklärt. Und wir können uns endlich zum Schrein aufgeben. Beziehungsweise aufmachen. Beziehungsweise wir sind ja gleich da. Da hinten ist schon ein Speicherpunkt. Da ist noch ein Hausierer. Aber von dir wollen wir, glaube ich, momentan sowieso nichts. Deswegen würde ich sagen, Leute, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Ich werde off-air wahrscheinlich jetzt noch ein ganz kleines bisschen leveln, noch ein bisschen Materialien sammeln. Das Leveln, das tue ich wirklich eigentlich nur, um ein bisschen Material zu bekommen, damit wir später bessere Waffen, Rüstungen und sowas kaufen können. Ansonsten wird es später irgendwann schwierig. Also wie gesagt, ich mache das Leveling wirklich nicht wegen Leveling an sich, sondern wirklich wegen den Materialgegenständen. Aber wie gesagt, so viel werde ich nicht tun. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder und bekommen dann endlich Midas Shrine zugesehen. Durchführen, das uns hoffentlich die vier großen Geister wieder beschwören lässt. Ob es gelingt, das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tales führen. Dass uns hoffentlich die vier großen Geister wieder beschwören lässt. Ob es gelingt, das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tales.